Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum nächsten Zoobesuch. Dieses Mal sind wir im Afrikasien Resort von Tempe. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll darüber, dass ihr mit hier am Start seid in diesem Video. Übrigens, vielen Dank für die ganzen Likes unter den letzten Videos. Das könnt ihr hier an dieser Stelle auch einfach mal tun. Das hilft dem YouTube-Algorithmus. Und einige von euch, das sehe ich nämlich in den Statistiken, haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Wenn du also sowieso meine Videos immer gerne schaust, abonnier doch einfach gerne diesen Kanal. Das ist gratis, dann kriegst du die immer wieder reingespült in dein Abo-Feed. Kannst einfach mal machen, ne? Kannst du einfach mal machen. Wir sind auf jeden Fall wieder mit am Start. Zoobesuche habt ihr ja immer wieder gern. Ihr findet Zoobesuche ja richtig cool. Ich tatsächlich auch. Die Liste lichtet sich. Ich sag's, wie es ist. Aber wir gehen einfach mal rein. Wir gucken einfach mal rein. Hier ist ein, also das hier sind ja übrigens diese Wasserpflanzen, ne, die hier am Schweben sind. Wollte ich mal so gesagt haben. Hier ist ein Skink. Ich bin mal wirklich gespannt, was uns hier so erwartet. Hier gibt es einen Hauptweg und einen Nebenweg. Fühle ich den Hauptweg oder fühle ich erst den Nebenweg? Ich fühle erst den Nebenweg, sag ich, wie es ist, dass wir den einmal abfrühstücken, hier die Leguane. Im letzten Livestream haben wir übrigens diskutiert, dass es viel zu wenig Vivarientiere gibt. Und das finde ich auch immer noch. Ne? Denkt da mal drüber nach, Leute. Und ansonsten schaut euch gerne den letzten Livestream an von Planet Zoo. Flamingos! Ah, ist ein bisschen schade. Ich mag das immer gerne, wenn man Wasser platziert. Oder ich mache das zumindest auch immer selber gerne. Und dann das Automalen anmachen. Also nur beim Wasser. Dann kriegt man auf jeden Fall richtig schöne Färbung. Weil hier siehst du halt das... Also hier ist ein bisschen Erde, ein bisschen Felsen. Aber hier ist viel Gras im Wasser. Das ist ein bisschen schade. Das sieht immer ein bisschen komisch aus. Warum hier fliegende Sachen sind, das wird wahrscheinlich daran liegen, weil Tempe den Weg geändert hat, wa? Irgendwann mal. Davon schauen wir einfach mal weg. Es kann natürlich auch sein, weil ein paar Updates gefahren sind. Denn ich habe den Zoo schon ein bisschen was länger auf meiner Liste. Der ist nämlich irgendwie, der ist irgendwie verloren gegangen. Das ist schade, dass ich jetzt hier nicht lang fliegen kann. Das liegt an dem Weg. Das hat mal irgendjemand in den Kommentaren geschrieben, dass das daran liegt, dass du einen Weg über den Weg baust, dann kannst du deine Tagetcam nicht drüber latschen. Und da muss ich sagen, dass das stimmt. Naja, wir sind jetzt hier auf diesem Nebenweg und schauen uns hier einmal bei den Spießböcken rein. Die ich mega cool finde mittlerweile wieder, ne? Ich habe zwischendurch immer so Zeitpunkte, wo ich Tiere halt hammer gut finde. Und dann baut man die einmal und dann vergisst man die so ein bisschen. Gehen wir da rein in die Tagetcam Camp übrigens. Hier ein paar Shops. Ist auch schön afrikanisch gehalten, die ganze Geschichte, ne? Sag ich, wie es ist. Was ist hier hinten? Da ist ein Weg. Hier sind noch mehr Vivarien. Das ist so der Standard-Blueprint aus Planet Zoo, ne? Was ja überhaupt nicht schlimm ist. Dafür sind die ja drin. Ganzer Rauch. Was ist hier? Das sieht aus wie so ein Elefantengehege. Das sind Nashörner. Kommando zurück ist der Nashörner. Aber cool, ne? Auch mit der Felswand im Hintergrund. Der Zaun gefällt mir auch gut. Finde ich nice. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Aber wir sind ja nur kurz auf dem Nebenweg und nicht auf dem Hauptweg. Dann hier. Ich verstehe halt nicht, wieso die Spießböcke Glas als Barriere haben, weil das hier würde ja eigentlich auch reichen als Barriere, wa? Und ich weiß, die hüppen halt rüber, aber wenn du das dann smart baust, dann kannst du das barrierefrei haben, weil das sieht schon ein bisschen komisch aus in der Cam hier, ne? Ach, sind aber hübsche Tiere. Sind aber hübsche Tiere im Spiel. Sag ich, wie es ist. Ach, das sind hier sogar die Breitmaulnashörner, ne? Die haben ein großes Gehege. Leben auch alleine hier auf der Savanne da. Aber dafür, dass wir nur das Panzernashorn zu Anfang hatten, haben wir jetzt eine gute Auswahl an Nashörnern gekriegt. Finde ich. Finde, da sind wir gut versorgt worden im Spiel, muss ich auch sagen. Das hier ist halt auch cool, dass die Fotos machen mit den Tieren, ne, im Hintergrund. Generell, wenn man drüber nachdenkt, wie krass Planet Zoo sich verändert hat, seit den letzten, ja, 5 Jahren ist es ja mittlerweile. Da finde ich, haben wir einiges Gutes reingekriegt in das Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein absolut fantastisches Spiel. Sieht cool aus mit den Pflanzen hier. Ich finde, es ist ein fantastisches Spiel. Da darf man natürlich anderer Meinung sein. Das sieht heftig aus hier. Krass. Welche Tiere sind denn hier drin? Irgendwelche, die schwimmen möchten. Nilpferde. Aber keins da. Die haben wahrscheinlich ein Riesengehege gekriegt. Ja. War aber krass mit der Höhle, ne? Das war auch der Berg. Das sind auch alles Felsen. Einzelne Felsen, leider. Ihr wisst, was ich davon halte, wenn man einzelne Felsen
einzelne Felsen markiert, den werden wir jetzt überall sehen, wenn ich den nicht wegmache, ne? Die ganzen Bäume hier, da sind ein paar am Schweben. Aber so generell jetzt ja nicht Schlechtes, ne? Ist halt weitläufiger Zoo hier. Das ist nur der Nebenweg, wollte ich nochmal gesagt haben. Oder vielleicht bin ich jetzt mittlerweile auch auf dem Hauptweg. Das möchte ich nicht ausschließen. Ja, die Flussfettgehege sind auch immer krass groß, ne? Da ja in meinem letzten Zoo, im New Changcheng Zoo, ja auch am Bereich des nicht mehr Möglichen gekratzt. Welche Tiere sind das? Weil das hier ist ein Zeichen für ein Huftier und das hier ist ein Zeichen für einen Primaten oder für einen Bären. Ach, das sind Elefanten. Weil das Spielzeug da und der Ball sagt halt aus, dass es Elefanten sein müssen und die können beides nutzen. Also ist das hier das Elefantengehege. Auch wieder mit Glas. Und ich meine, Glas ist auch toll. Glas mag ich sehr, sehr gerne als Gehegebarriere. Aber so direkt am Weg finde ich das immer ein bisschen schwierig. Ja, es sind Elefanten, sehr gut. Tiere erraten mit Enrichment-Items. Da. Fanties, da sind sie. Das sind so wunderschöne Tiere im Planet Zoo. Die buggen jetzt halt ein bisschen in sich rein, aber hat auch ein bisschen gefeidet, ne? Aber ansonsten halt super süß. Wenn du mal überlegst, von wo wir kamen, von wo wir kommen mit Planet Zoo. Finde, da gibt's so einiges Gutes, was wir sehen können. So. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt wieder auf dem Hauptweg sind. Das da sieht aus wie ein Spawner. Ist wahrscheinlich auch einer. Ja. Okay. Also ich glaube, wir sind jetzt doch auf dem Hauptweg. Durch den Nebenweg auf den Hauptweg gekommen. Keine Ahnung warum. Ist auch egal. Aber es war ein schönes, weitläufiges Elefantengehege. Ich mag das mit den Felsen und den Pflanzen. Ist ein bisschen komisch mit den verschiedenen Höhen. Oha. Oha, Leute. Das sieht dann nice aus. Die Tempelanlage hier. Auch hier, da lasse ich doch nichts drauf kommen. Das sieht doch cool aus. Oder nicht? Finde ich mega. Hier auch, Alter. Dschungel-Outpost. Krass. Ist wahrscheinlich ein Blueprint, würde ich schätzen. Ach, guck mal hier, mit Spielplatz. Ah ja, schwebt. Ja, ist wahrscheinlich ein Blueprint. Und wieder, Blueprints ist ja nicht schlecht. Also ich bin es ja jedes Mal, wenn mir das auffällt, muss ich ja sagen, dass ich Blueprints ja schwieriger finde als selber bauen, glaube ich. Die richtig einzubauen, die richtig zu platzieren. Das finde ich schon immer heftig, wenn Leute das machen. Das sind dann auch bestimmt safe Löwen oder Geparde oder so. Da sind wahrscheinlich keine Tiere drin gerade, weil das Ding. Ne, sind Löwen drin, okay. Weil das ja nicht funktioniert. Machen wir es mal an. Aber hier steht die Sonne auch halt falsch. Na, da gehen wir noch nicht hoch, weil ich würde gerne hier. Hui. Achso, das ist ja. Europa, nee, warte mal, Afrika und Asien, was, da schwebt irgendwas. Naja. Ist ja Afrika und Asien zusammen, das heißt, wir haben ja auch afrikanische Tiere gehabt, wir haben asiatische Tiere wahrscheinlich. Olivenbaum. Wir gehen hier so rüber. Können die mir gar nichts, die Leute. Hier ist ein schönes Schneeleo-Gehege. Das gefällt mir aber wirklich gut. Guck mal, und hier gefällt mir das halt auch, dass dadurch, dass da ein Elektrozaun ist, dann ist hier noch so ein kleiner Absperrzaun und noch so eine kleine Mauer. Also safer dieses Gehege. Und das, finde ich, ist so vom Realismusfaktor her super, super gut. Also da gefällt mir das richtig gut. Ich mag das auch mit dieser Erhöhung in der Mitte. Das ist ja überall irgendwie in den Gehegen. Dass da so eine Erhöhung in der Mitte ist, ne? Ich meine, ist ja nichts Schlechtes jetzt. So, hier sind Perzevalsgefährde und Trampeltiere. Die liegen da drin. Und da geht noch ein Trampeltier vorbei. Ist ein bisschen schade, dass sie damals oder dass sie insgesamt nicht die Größe der Trampeltiere gefixt haben. Ne? Die Größe der Trampeltiere und die Größe der Bisons wurde ja irgendwann mal kritisiert. Da drüben ist nur ein Häuschen. Gehen wir mal einfach weiter. Beziehungsweise gehen wir einfach mal wieder zurück. Und dann nochmal zurück.
Guck mal hier, dieses, dass die Fotos machen von den Leuten, ist auch mega nice. Es wäre doch cool, wenn man diese Fotos auch sehen könnte irgendwie, ne? Das würde ich noch gut finden. Wir gehen einfach mal zwischen den Häusern hier lang. Entschuldigung. So. Ich finde insgesamt, dass hier vieles Schönes an dem Zoo dabei ist, ne? Kommt auch ein gutes Gefühl auf. So geht es mir zumindest. Mit den verschiedenen Häusern, mit den verschiedenen Pflanzen. Das Haus sieht heftig aus. Staff only. Schade. Schade eigentlich. Achso, wir wollten da den Weg hoch, ne? Und nicht hier rum. Sorry, wir gehen einmal hier hoch. Da kann man in das Löwengehege reinschauen. Da ist einer. Und der andere liegt daneben. Zwei Löwis auf jeden Fall. Auch nice. Und auf der anderen Seite können wir... Sind das irgendwelche Affen oder so? Das sind asiatische Elefanten. Und das hier sieht aus wie Kletterstuff. Da sind bestimmt Nasenaffen mit drin. Ist ja auch irgendwann so eine Standardvergesellschaftung geworden. Elefanten in dem Spiel sind einfach geil. Löwengehege. Ich mag das mit den Felsen. Und die Felsen gehen dann einfach über in... Oh, das ist eine coole Giraffe da oben. Oh, apropos, hier gibt es Moorantilopen, Zebras und Giraffen in einem Gehege. Also ein Savannengehege. Süß. Ja, Kudos wären noch cool gewesen im letzten Pack, ne? Ich hätte, glaube ich, eher Kudos als Dick-Dicks gesehen. Ich glaube, da gab es so einige Tiere, die man noch hätte reinmachen können in ein Zookeepers Animal Pack. Schönes Vivarium hier. Das ist doch sweet. Ich finde, da ist einiges Schönes dabei. Wir gehen jetzt nochmal. Ist das der Eingang? Ich glaube tatsächlich, dass das der Eingang ist, ne? Hier ist wieder Schwebesachen. Das hat irgendwie nicht so gematcht mit. Hui. Das hat irgendwie nicht so gematcht mit dem Weg. Guck mal, weil da sind die Flamingos. Aber hier ist diese Savanne mit den Zebras, da läuft eins. Giraffe. Zebra wieder. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Was haben wir hier? Irgendwelche Warane? Das sind Gaviale, ne? Ja, sehr gut. Gaviale. Ist aber ein schönes Gehege eigentlich. Gaviale auch irgendwie... Also diese ganzen OG-Tiere, die können was bei mir. Also die lösen irgendwie so ein bisschen Freude auch in meinem Körper aus. Oh, Orang-Utans. Oh, das Gehege ist aber nice. Vielleicht das beste Gehege in diesem Zoo. Nice. Mit den Wurzeln da, mit den Vines. Auch hier, dadurch, dass der Blickwinkel von oben nach unten ist, es sieht halt, ne, das ist so eingedingst, das sieht richtig gut aus, das Gehege. Das gefällt mir richtig gut. Liebe wieder raus an das Gehege auf jeden Fall. Personal natürlich hier. Jetzt haben wir da hinten die Elefanten gar nicht richtig gesehen. Aber wir versuchen einfach mal hier hoch zu gehen. Tapir und Wasserbüffel. Oh, der Zaun ist blöd. Hoffentlich ändert sich das mit dem Zaun noch, dass ich hier gucken kann. Sehr gut. Die Wasserbüffel, ja, das, als die reingekommen sind, ne? Otterli sind da auch. Da drüben geht ein Otter da. Da. Und dann die Wasserbüffel. Kann man auch schöne Asiengehege so machen, ne? Finde ich nice. Ich höre einen Tapir, da sind zwei Tapire. Finde ich richtig, richtig cool, das Gehege. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tiger. Die Königstiger hier. Ach, die Treppe ist auch nice hier. Mit dem Wasser in der Mitte und so. Auch nice. Also die letzten Gehege jetzt hier, also das Tigergehege und das Orang-Utan-Gehege finde ich sehr, sehr gut. Da läuft er. Mit dem Kletterkram hier. Aber gerade die Treppe finde ich sehr nice. Sehr, sehr nice. Was ist hier? Schwer zu sagen. Irgendein Affe
Aber welche haben wir denn so in Asien? Gut, das kann natürlich auch Afrika sein, ne? Großer Pan. Hä? Ach, da. Das ist halt, weil hier oben diese Brücke ist, die finde ich nicht so Panda-like. Ich hätte, glaube ich, eher einen Affen gesehen hier, so einen Nasenaffen oder so. Panzernashörner hier. Also es ist schon sehr weitläufig, der Park. Was ja am Ende des Tages halt ziemlich nice ist, ne? Weil da hat man den Tieren ja relativ viel Platz gegeben und so. Hier verstehe ich auch wieder nicht, warum Panzernashörner und Glas. Das ist normalerweise nicht so die Combination, die ich so wählen würde. Oh, das schläft. Da kommt der andere angerannt. Ein Baby. Ein Baby-Nashorn kommt angerannt. Also bei manchen Tieren muss man halt drüber nachdenken, warum man die in Glas setzt. Ist das das Elefantengehege? Weil ich sehe immer noch keine Affen klettern. Schade eigentlich. Was ist das? Ach, das waren die Pferde. Und hier geht's runter zu den Elefanten. Da sind Nasenaffen. Sehr gut. Eine. Aber hier sind deutlich mehr drin. Ja, ganz genau. Sehr, sehr gut. Wichtig. Wichtig, dass wir die nochmal sehen. Ah, die klettern auf das Schlafhaus, deswegen. Und dann hier die Fantis. Wie gesagt, verstehe ich nicht, warum die Glas haben. Das finde ich, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich. Aber jeder, wie er mag. Und ich verstehe auch, dass man halt gerne direkt ins Gehege schauen möchte. Ich wollte gerade sagen, irgendwann konnten wir hier rübergehen über die Brücke und jetzt beschwert er sich, oder? Aber es geht. Ja, Nasenaffen und indische Elefanten habe ich tatsächlich in der Combination so auch noch nie gemacht. Gesehen habe ich die Kombination aber. Das Vivarienhaus hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, hier dann halt die Savanne. Ich bin ja riesen Fan von solchen Giraffensavannen. Aber ihr kennt mich, was das angeht. Ihr kennt mich. Da sind wir dann lang gegangen. Weil das hier dann der Eingang ist wieder. Ne? Da vorne waren die Flamingos. Dann sind wir nämlich jetzt am Ende dieses Zoos. Ich gehe einmal nochmal alles so ein bisschen ab hier. Das waren die Flusspferde. Hier waren die Löwis. Die ist sehr weitläufig, finde ich. Ich finde, das Orang-Utan-Gehege hat es mir auf jeden Fall angetan. Was für ein Gehege war das hier? Babirusas, die haben wir gar nicht gesehen. Total verstecktes Babirusa-Gehege hier. Wie hätte ich da gehen müssen? Aber ich kam doch von hier. Aber ich habe nur noch in die Richtung geguckt, zu dem Unterstand hier, ne? Und nicht zu den Babirusas. Ja. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Das mag ich eigentlich auch mit den Kamelen. Insgesamt ein sehr netter Zoo, muss ich sagen. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, diesen Zoo zu besuchen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch so am besten gefallen hat. Bei mir hier das Orang-Utan-Gehege ist mein Highlight. Sag ich, wie es ist. Das sieht sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Leute, schreibt gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Zoobesuch allerspätestens. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Schickt gerne nochmal euren Zoo ein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut erstmal rein.